Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen allgemeinen Reading. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Marion und ich begleite seit fast 30 Jahren Menschen bei ihrer persönlichen, beruflichen und spirituellen Entwicklung. Und heute geht es bei dem Reading um das Thema, was dir eigentlich noch im Weg steht, dass du deine Wunscherfüllung erreichen kannst. Wir werden schauen, was die geistige Welt uns hier zur Verfügung stellt, an Informationen, an vielleicht Dingen, die dir noch unbewusst sind und die du dann einfach, sofern du das möchtest, auch anschauen kannst. Beachte bitte immer, es ist ein allgemeines Reading, das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Das heißt, wenn du schon nach ein paar Minuten merkst, das fühlt sich nicht stimmig an, dann schalt einfach aus und schau dir vielleicht eins meiner anderen Videos an. Ja? Ja, ich habe erstmal zwei Schutzkarten gezogen für dieses Reading. Und zwar habe ich Krafttiere gezogen aus dem Krafttier-Orakel von Jean Ruland. Und da kam die Spinne, die für die Schöpferkraft steht. Und es kam der Geier oder der Kondor, der für magisches Wissen steht. Ich fand es so wunderbar und passend, dass genau diese beiden Kräfte uns jetzt hier begleiten in diesem Reading. Und ich möchte da das auch gerne kurz vorlesen, was diese beiden Krafttiere dir mitteilen wollen, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist und auch so passend zu dem, was wir jetzt dann hier gleich vorhaben. Schauen wir mal. Spinne? Ja, hier haben wir sie. Also, die Spinne, die für die Schöpferkraft steht. Sie sagt, du bist versorgt, eingebunden und getragen im Netz des Lebens. Nimm den Faden deines Lebens selbst auf und lerne ihn zu spinnen und zu leiten. So kannst du dich aus den Verstrickungen befreien. Es ist Zeit, dass du das Licht in der Dunkelheit und das wahre Potenzial deiner Kraft erkennst. Du wirst ungeahnte Freiheiten erleben und neue Möglichkeiten tun sich dir auf. Genau das wollen wir ja erreichen mit diesem Reading, zu erkennen, was steht da noch im Weg, das Loslassen und dann richtig durchstarten. Die Schicksalsweberin taucht in deinem Leben auf, um dich daran zu erinnern, dass du mit allem verbunden bist. Im großen Netz hat alles seinen Platz. Jedes Leben ist darin ein Faden, welcher am Weltenschicksal mitwebt. Die Spinne kommt in dein Leben und bringt dich mit der weiblichen Seite in dir in Berührung. Mit der Stille, in der sich die Visionen offenbaren. Mit der Dunkelheit, in der die Träume und Visionen gewebt werden. Mit den Verstrickungen, die uns unbewusst und schicksalhaft miteinander verbinden, die wir jedoch auch lösen und umgestalten können. Mit der Ahnung und den weiblichen Ahnen, mit der Kraft der Träume, der Intuition, der feinen Wahrnehmung, dem Rückzug und der Innenschau. Diese weibliche Seite in dir wünscht Erlösung und lässt dich die Dinge aus einem neuen, lichtvollen, lebendigen Blickwinkel betrachten. Du bist Mitschöpfer deines Lebens. Deine Träume, deine Visionen, deine Worte, deine Gefühle, deine Gedanken haben Kraft. Die Frage ist, wie setzt du diese ein? Wie spinnst du deinen Lebensfaden? Du bekommst immer wieder neue Gelegenheiten. Lerne aus alten Situationen und nutze die neuen Chancen, um deinen Schicksalsfaden neu zu weben. Ja, wunderbar, die Spinne hier. Und dann haben wir noch den Geier oder Kondor. Schauen wir mal da. Hier geht es um magisches Wissen. Ein altes Leiden findet jetzt ein Ende. Die Vergangenheit kann bereinigt werden. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Fesselnde Verbindungen und störende Einflüsse werden sich jetzt für alle Zeiten lösen. Sei bereit, Altes abzugeben. Neue Türen öffnen sich dir. Ja, und vielleicht werden wir jetzt dann gleich erfahren, was dieses Alte ist, was hier einfach noch gehen möchte. Geier oder Kondor kommen in dein Leben und zeigen dir an, dass du auf dem Weg bist, alte Leiden zu erlösen.
Lasse jetzt alles los, was nicht mit dir im Einklang ist. Das, was du nicht als authentisch, als in vollkommener Übereinstimmung mit dir empfindest, gehört nicht zu dir. Es sind alte Fesseln, Anhaftungen, Bündnisse, Schwüre, Bürden, Flüche, Versprechen, Muster und Verhaltensweisen, die du irgendwann einmal geschaffen hast, weil sie zu dieser Zeit mit deinem Seelenplan im Einklang waren. Es können auch Dinge sein, die andere von dir erwarten, obwohl du sie nicht in dir fühlst. Du stehst an der Aufwärtsspirale deines Lebens. Lasse die alten schweren Belastungen jetzt hinter dir. Wenn irgendetwas in deinem Leben dich nicht freigeben will und hartnäckig an dir haftet, so sei bereit, es höheren Kräften zu überlassen. Sie werden dich unfehlbar anleiten, den Weg deines Glücks zu gehen. Gaia und Kondor bringen dir die Erlaubnis zur Wandlung und Auflösung sowie die Kraft, die du dazu benötigst. Alte Leiden werden jetzt heilen und das auf eine Weise, wie du es dir nie vorstellen konntest. Du hast es verdient, glücklich zu sein, denn du bist eine wunderbare, einzigartige Schöpfung der göttlichen Existenz. Sei bereit, vertraue dich deiner göttlichen Führung an und lasse los. Ich finde es ganz fantastisch, was hier für Botschaften gefallen sind, was hier für Krafttiere uns jetzt zur Verfügung stehen. Und ja, diese beiden werden uns jetzt dabei zu unterstützen, genau die Botschaften rauszufischen, sozusagen aus den Kartendecks, die ich mitgebracht habe, die du jetzt brauchst in der kommenden Zeit, damit du eben diesen Weg der Wunscherfüllung gehen kannst. Ja? So, dafür habe ich mitgebracht die Karten der Liebe von Chuck Spezzano. Und da schauen wir jetzt mal, was bei dir so im Unterbewusstsein noch schlummert, was noch gesehen werden möchte oder was vielleicht auch schon vorhanden ist und du einfach noch intensivieren darfst. Ja? Das ist ja immer beides vorhanden. So, dann bitte ich jetzt für meine Zuschauer, Zuschauerinnen, um diese Themen auf unterbewusster Ebene, die noch angeschaut werden möchten, die noch in die Heilung kommen möchten oder die auch einfach intensiviert werden möchten. Wo mein Gegenüber, mein Zuschauer, meine Zuschauerin jetzt hier heute vielleicht noch feststeckt oder aber auch schon gut auf dem Weg ist. Ah, da ist mir eine runtergefallen. Auch mehr. Okay. So, dann schauen wir mal, was hier alles gefallen sind für Karten. Also, ja, was du für dich noch intensivieren darfst, ist die Offenheit. Und was mir dazu reinkommt, ist Offenheit wirklich auch dem Leben gegenüber. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit, warum auch immer, aus Enttäuschungen oder ja, weil du die Nase vielleicht voll hattest von deinem Umfeld, von irgendwelchen Dingen, die dich nicht so in die Erfüllung gebracht haben, wie du es dir gewünscht hättest, zurückgezogen. Und jetzt geht es darum, wieder aufzumachen. Mach deine Energien wieder auf, dein Energiefeld für neue Situationen, für neue Menschen, für neue Chancen, ja, damit etwas Wunderbares, Neues auch in dein Leben kommen kann. Ja, sich verlieben. Sich verlieben kann jetzt hier stehen dafür, dass du dich in einen anderen Menschen verliebst. Das ist ja immer das, was wir wahrscheinlich als naheliegendstes empfinden. Es geht aber auch darum, dass du dich in dich selber verliebst, ja, dass du dich ins Leben wieder verliebst. Jetzt, wo der Frühling kommt, dass du richtig wieder Spaß und Freude hast. Man kann ja grundsätzlich alles lieben und man kann auch mehrere Menschen lieben. Ja? Es gibt ja viele Formen von Liebe und viele Ebenen von Liebe. Also schau mal, wo du deine Liebeskraft noch intensivieren darfst.
Hier kommt es, stell dich ein. Vielleicht, ja, ich meine, bei der aktuellen Situation ist es ja ein bisschen schwierig jetzt gewesen, sich mit anderen Menschen zu treffen, aber vielleicht solltest du unter dem Aspekt Offenheit, ja, dich hier einfach auch wieder mehr mit Menschen treffen, mit Freunden, Familie, Bekannten. Alles, was dir hier gut tut, darf sein und darf sich intensivieren. Es geht tatsächlich um mehr. Ja, es geht hier um Intensivieren. Ja, wo du vielleicht nochmal hingucken darfst, ist diese Angst vor dem Versagen. Also das ist hier noch als Entwicklungsschritt angezeigt, dass du nochmal hinguckst, wo glaubst du denn versagt zu haben? Hast du wirklich versagt? Oder waren es die Umstände? War es der falsche Zeitpunkt? Sollte es einfach nicht sein? Solltest du etwas Bestimmtes lernen? Ja, oberflächlich betrachtet sind Dinge, die nicht funktionieren, oft schreiben wir oft uns zu und meinen, wir haben nicht genügend Fähigkeiten, wir sind nicht gut genug. Wir müssten noch mehr lernen, wir müssten noch mehr tun. Und bei genauerem Hinschauen ist vielleicht einfach nur der Zeitpunkt nicht richtig gewesen. War es vielleicht einfach auch eine Lernaufgabe, die das Universum dir hingestellt hat, um vielleicht auch tatsächlich zu lernen, damit umzugehen, dass etwas mal nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Ja? Auch zu lernen, das dann loszulassen und es nicht deinem eigenen Selbstwert zuzuschreiben. Dann haben wir hier die Botschaft geben. Wobei mir hier sofort kommt, hier geht es um Ausgleich. Ja? Also schau mal, wo du vielleicht zu viel gibst oder noch nicht viel genug. Oder wo du zu viel nimmst oder noch nicht viel genug annimmst. Ja? Das, denke ich, ist hier das, was mir so spontan reinkommt. Schau auf die Balance von Geben und Nehmen. Was ist tatsächlich bei dir da das Thema? Spür da mal in dich rein. Ja, welche Situationen erlebst du hier vermehrt? Dann haben wir die Karte Selbsthingabe. Ja, wenn du dich dem Leben schenkst, wenn du dich in Situationen schenkst, in Beziehungen schenkst, wirklich so wie du bist, wenn du dich da hingibst, in deiner ganzen Authentizität, dann wirst du erleben, dass diese Energie, die du da reinsteckst, auch wieder zurückkommt. Es muss aber immer bitte verstanden werden unter dem Aspekt des erstens Freiwilligen und dessen, dass du nicht erwartest, dass dafür was zurückkommt. Denn dann ist es keine Hingabe. Hingabe ist wirklich loslassen, sich völlig ergeben einer Situation, die vielleicht auch gerade nicht so prickelnd zu sein scheint, ja? Ohne diese Erwartung zu haben, dass da was zurückfließt. Denn genau dann gibt dir das Universum zurück, wenn du es nicht erwartest. Ja? Also schau mal, inwieweit du da in der Selbsthingabe noch etwas intensivieren darfst. Mir kommt rein, dass es hier wirklich darum geht, dich auch, ja, was man so nennt, dem Schicksal zu ergeben. Dem hinzugeben, dass Gott, das Universum, einen Plan für dich hat, der vielleicht nicht immer dem entspricht, was du dir gerade wünschst und vorstellst. Schau mal, wo du dir selber immer wieder in die Falle gehst, wo du dich selber sabotierst, wo du vielleicht Themen, von denen du glaubtest, sie sind längst verarbeitet, sie selber immer wieder zum Leben erwächst, indem du zum Beispiel immer wieder von Dingen sprichst aus deiner Vergangenheit, die ja so einen Touch von Drama haben oder wo dir etwas missglückt ist, wo du verlassen wurdest. Immer wieder, wenn du von diesen Dingen sprichst, dann erwächst du sie neu zum Leben. Ja, das sind Energien, die dann immer wieder in dein Leben kommen, obwohl sie vielleicht schon weg waren. Du holst sie allein mit dem Aussprechen drüber immer wieder zurück und gehst damit immer wieder selber in die Falle. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ja aus Angst
vorwärts zu gehen. Vielleicht auch immer wieder so Mauern oder Gefängnistüren vor dir hochziehst, wo du dann anderen sagst, ja, ich kann ja nicht, aber letztendlich du vielleicht aus Angst selber nicht vorwärts gehst. Also auch da guck mal hin, spür mal in dich rein, was sind denn das immer noch für alte Themen, die dich hier immer wieder selber in die Falle locken. Ja? Also auch in Beziehungen, in dem Moment, wo du wieder in alte Ängste gehst, begibst du dich wieder in die Falle des Alten. Ja? Oder wo du dich beruflich vielleicht auch immer wieder in diese Falle begibst, dass du denkst, oh, das kann ja nicht funktionieren. Ja, dann wird es vielleicht auch wieder nicht funktionieren. Also schau mal hin, wo hast du selber Fallen aufgestellt für dich, in die du immer wieder gehst. Was du erkennen darfst noch stärker, ist deine Schönheit. Und damit meine ich nicht nur die äußere, sondern vor allem die innere Schönheit. Spür mal in dich rein, wer bist du wirklich? Was bist du für ein wunderbares männliches oder weibliches Wesen? Was hat dir Gott alles für Fähigkeiten mitgegeben? Was schlummert da alles noch in dir, was du der Welt bisher noch gar nicht gezeigt hast? Also nimm dir auch gerne mal die Zeit, geh in die Natur und stell dir selber mal die Frage, wer bin ich eigentlich? Was kann ich alles? Was macht meine Schönheit eigentlich aus? Und lausch da mal rein auf deine innere Stimme, was du da alles gesagt bekommst. Sehr, sehr schöne Karte. Na, da geht es ums Intensivieren. Ja, was du dir vielleicht nochmal angucken solltest, sind die Regeln, nach denen du lebst. Regeln bekommen wir ja in der Regel in der Kindheit von unseren Eltern oder Bezugspersonen. Und diese Regeln mögen zu dem damaligen Zeitpunkt, wo wir jung waren, Kinder waren, vielleicht auch durchaus ihre Berechtigung gehabt haben. Aber jetzt, wo wir erwachsen sind und vielleicht immer noch uns diesen Regeln unterlegen, merken wir, dass sie uns unfrei machen, dass sie uns einschränken, dass sie uns nicht das Leben leben lassen, was wir uns eigentlich erträumen und wünschen. Also wenn es um deine Wunscherfüllung geht, dann schau mal, welche Regeln dir da noch im Weg stehen, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben, die du dir nicht selbst gegeben hast, sondern die du von Eltern zum Beispiel bekommen hast. Ja? Das mögen hier auch alte Glaubenssätze sein, alte Werte sein, alles möglich, dass da in dir noch etwas schlummert, was dich am Weiterkommen hindert und was dich immer wieder ausbremst und sagt, weiß nicht, passt vielleicht nicht, schau mal lieber dahin, also auch nur alte Ängste schürt. Schau bitte hin, was ist es, was dich hier noch ja, sozusagen in einem Regelwerk festhält. Ja, was du noch intensivieren darfst, ist das Thema Vergnügen. Also hab Spaß, hab Vergnügen an all dem, was du tust, was du lebst. Schau mal hin auch, ob alles, was du tust und was du lebst, dir wirklich diesen Spaß gibt. Und wenn nicht, dann befreie dich davon. Du hast gehört, was der Geier gesagt hat. Befreie dich von diesen alten Themen, Dramen, Situationen, Menschen, die dir nicht mehr gut tun. Geh da raus aus diesen Energien. Denn die sind wie so ein Kleber, so eine klebende Masse, die dich immer wieder am Alten festhalten und nicht weiterkommen lassen. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch die Erotik. Ja, auch die darf sein. Die Erotik ist ja eine sehr emotionale und aber auch eine sehr kreative Kraft. Also nutze die Erotik, nutze es im Zusammensein mit deinem Partner oder deiner Partnerin, aber auch vielleicht mit dir selbst. Kleide dich vielleicht auch mal erotisch, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Betrachte dich mal im Spiegel, wie erotisch du bist. Also Erotik ist eine sehr, sehr wertvolle und schöpferische Kraft auch. Ja? Also nicht vergessen, intensivieren und versuche das auch zu leben. So, nun wollte ich noch wissen, was dein inneres Kind dir mitzuteilen hat.
Ich nehme dazu die Karten von Susanne Hühn, die Heilung des inneren Kindes. Unser inneres Kind ist ja das, was oftmals durch Verletzungen aus der Vergangenheit, was sich zurückgezogen hat, was gerade Kreativität, Inspiration, Intuition in sich birgt, Begeisterungsfähigkeit, spielerisches Sein und was durch diese Verletzungen und durch diese negativen Erfahrungen, die wir erlebt haben, schon in der Kindheit, was sich immer mehr zurückgezogen hat und was dir dadurch an Kraft auch nicht mehr zur Verfügung steht. Ja? Die Heilung des inneren Kindkarten von Susanne Hühn soll jetzt einfach uns ein paar Botschaften bringen, wie du da mit deinem inneren Kind verfahren kannst, dass du an diese Kreativität, an diese Kraft, an diese Lebendigkeit wieder rankommst. So, ich bitte jetzt hier um ein paar Botschaften für das innere Kind meiner Zuschauer, meiner Zuschauerin. Was möchte das innere Kind hier sagen? Was braucht es? Was sind die Themen, die hier in die Heilung führen können? Dann schauen wir mal, was hier fallen möchte. Mal wieder auf den Boden. Was braucht das innere Kind noch? Schauen wir mal, das sind jetzt drei. Also, die erste Botschaft deines inneren Kindes: Nimm dir Zeit, einfach einmal nichts zu tun, sondern nur den Wolken zuzuschauen und Blumen zu pflücken. Dein inneres Kind braucht ab und zu Zeit zum Träumen, damit es seine Leichtigkeit, seine Verspieltheit und seine Fantasie in dein Leben hineinweben kann. Wie passend, was habe ich gerade zuerst gesagt, ja? Das innere Kind ist das, was uns lebendig macht, was uns spielen lässt, was kreativ sein will. Ja, und vielleicht brauchst du einfach nur mal eine Auszeit. Das müssen jetzt gar kein, muss kein großer Urlaub sein oder ein paar Tage, wo du wegfährst, sondern vielleicht wirklich einfach nur mal einen Spaziergang, ein Rausgehen in die Natur, jetzt wo es Frühling wird, auf eine Blumenwiese, auf eine Bank in der Sonne und einfach mal reinspüren. Das ist so eine tolle Botschaft, ganz wunderbar. Dann, ich darf beschützen, was ich liebe. Du brauchst nicht das Leid der Welt auf dich zu nehmen, aber dein inneres Kind möchte seinen Schutz und seine Fürsorge in dein Leben fließen lassen. Ja, oftmals geben wir anderen Menschen viel mehr als uns selbst. Und ich glaube, das ist hier der Aufruf an dich, dass du dich mal wieder auf dich selbst besinnst. Du kannst nicht alle Menschen retten und das sollst du auch gar nicht, denn jeder hat seinen eigenen Lebensplan und seinen eigenen Lebensauftrag in diesem Leben. Worum es hier geht, ist, dass du einfach dich selbst, ja, ich darf beschützen, was ich liebe. Der erste Mensch, den du in deinem Leben lieben sollst, bist du selbst. Also das zu beschützen, das zu fördern, das zu nähren. Und dann hast du auch wieder Energie für andere. Ich habe da, als ich noch aktiv Trainerin war, immer gerne diesen Spruch genannt aus auch aus dem Urlaubsbereich. Du bist sicherlich schon mal mit dem Flieger unterwegs gewesen. Und früher haben ja die Stewardessen, bevor es Videos gab, immer noch schön vorne gestanden und dann so mit ihren Handzeichen uns erklärt, was im Falle einer Sicherheitspanne oder eines Druckabfalls zu beachten ist. Und vielleicht erinnerst du dich daran, was eine Stewardess sagt, was passiert oder was du tun sollst, wenn tatsächlich in der Kabine der Druck abfällt und die Sauerstoffmasken von oben aus der Klappe fallen. Ja? Und überleg mal kurz, bevor ich dir jetzt die Antwort gebe, wem sollst du denn die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen? Naja, dir selbst. Ja? Setzen Sie die Sauerstoffmaske erst sich selbst auf und dann älteren, schutzbedürftigen Personen oder Kindern. Denn wenn du selbst nicht in deiner Kraft bist, wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du auch niemandem anderen mehr helfen. Das ist das Thema daran.
Ja, also schau dahin, was du tatsächlich von dir gibst. Vielleicht ist es auch zu viel. Vielleicht hatte ich da zuerst schon durchaus recht mit dieser Karte des Gebens. Ja? Dass es hier gar nicht mal so sehr ums Geben geht, sondern eher um die Balance zwischen Geben und Nehmen. Und dann haben wir noch eine Karte hier, das innere Kind sagt, ich darf Fehler machen. Dein inneres Kind bittet dich, ihm die Freiheit zu geben, Dinge auszuprobieren. Ja, das passt wieder zur Lebendigkeit, zur Begeisterungsfähigkeit, zum Leben, zum Lachen, zum Spaß haben, zur Freude an den Dingen. Die kann ich nur dann haben, wenn ich mich Sachen erfahren lasse. Wenn ich immer Angst habe, davor Fehler zu machen, dann bremse ich mich ständig aus, dann gehe ich immer wieder in meine eigene Falle. Wenn ich es aber fließen lasse, wenn ich sage, ja, das Leben ist ja dazu da, mich auszuprobieren. Ich möchte Erfahrungen machen. Und egal, was rauskommt dabei, es ist immer richtig. Weil ob ich weiß, dass es richtig war, dann kann ich da weitergehen. Und wenn ich erfahre, das hat jetzt wehgetan, das ist wohl vielleicht nicht mein Weg, dann weiß ich, dass ich umkehren darf oder rechts oder links abbiegen. Aber wenn ich starr stehen bleibe, in meiner Stagnation bleibe und nichts tue, dann werde ich diese Erfahrungen auch nicht machen, dann komme ich auch nicht weiter. Also lass dich Fehler machen. Ja, dein inneres Kind sagt, lass mich Fehler machen. Wie oft fällt ein Kind hin, bevor es laufen lernt? Ein Kind sagt nicht, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt bin ich umgefallen, umgeknickt, einen Schritt zu schnell, sondern es steht einfach auf und läuft weiter. Nimm diese Fähigkeit wieder an, des inneren Kindes. Mach deine Dinge so, wie du sie denkst und lass dich erfahren, war es richtig oder vielleicht in dem Fall dann auch mal falsch möchte ich gar nicht nennen, weil es gibt eigentlich nicht wirklich falsch. Es ist immer nur eine Erfahrung, die wir machen und ob es richtig oder falsch ist, ist ja nur unsere menschliche Bewertung. Aber das Universum stellt uns nichts vor die Tür, was nicht unserer Entwicklung dient. Das heißt, wenn du mal da reinspürst, dann haben wahrscheinlich genau die Dinge, die du vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt als falsch erachtet hast, trotzdem am meisten in deiner Entwicklung nach vorne geworfen. So, jetzt wünsche ich mir noch eine Seelenkarte. Lektionen der Seele von James von Braak ist hier das Kartendeck. Und die Frage ist hier, ja, was möchte deine Seele dich jetzt noch wissen lassen? Was möchte deine Seele dich jetzt noch wissen lassen? Glück! Was für ein passender Abschluss. Abschluss. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wie passend, ein sehr passendes Schlusswort zu diesem Reading. Also, mein Resümee, wenn du mit diesem Reading in Resonanz gehst, dann ist es ganz sicher so, dass du auf einem sehr, 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 sehr guten Weg bist und dass es hier nicht mehr so wahnsinnig viel gibt, was du dir anschauen musst. Es sind kleine Korrekturen, es sind noch ein paar Dinge aus der Vergangenheit, die dich hier immer wieder mal zwicken oder anstupsen und dir sagen wollen, hey, guck da mal nochmal hin, damit es noch besser wird, damit es noch einfacher wird. Es sieht aber so aus, wenn ich das hier alles so betrachte, dass du verstanden hast, dass du Schöpfer bist, ja? Dass du dein eigener Schöpfer bist, dass du weißt, dass du mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen deine Realität erschaffst. Und ich glaube auch, dass du inzwischen schon genügend spirituelles Wissen hast, weil sonst wärst du gar nicht hierher gekommen. Es geht hier also um Korrekturen. Es geht hier nicht mehr darum, dass du dich völlig umkrempeln musst und in riesengroßen, schwierigen Prozessen rumhängst, zumindest momentan nicht, sondern dass es hier wirklich darum geht, ein bisschen zu korrigieren, ein bisschen zu intensivieren, nochmal genauer hinzuschauen, genauer hinzuspüren, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für sich selbst, für das innere Kind. Und das sind wunderbare Botschaften, das ist eine wunderbare Entwicklung. Ja? Also wer hiermit in Resonanz geht, der ist wirklich auf einem guten Weg und es freut mich sehr, sehr, sehr für dich. Ja? So,
Damit möchte ich es für heute so stehen lassen. Wie gesagt, sei glücklich. Das ist der größte Motor, um auch tatsächlich deine Wünsche erfüllt zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du das Video gerade anschaust. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.